Schaufenster Rostock. Sportlerehrung 2018. Bereits zum 22. Mal wird jetzt schon die Sportlerehrung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ausgerichtet, bei der Sportler, Trainer, aber auch Sportfunktionäre für ihre besonderen Leistungen gewürdigt werden. Bei mir ist Senator Steffen Bockhahn. Es geht um das Sportjahr 2017. Wenn Sie das einmal Revue passieren lassen, welche sportliche Highlight ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Da gibt es natürlich bezogen auf die Stadt eine ganze Menge, woran man sich gern zurückerinnert. Einer der ersten Höhepunkte jedes Jahres ist der FINA Diving Grand Prix, also das große Wassersport-Event, Wassersprung-Event in der Hansestadt Rostock, schon zum 23. Mal der FINA Diving Grand Prix, der auch dieses Mal wieder als bester der ganzen Serie ausgezeichnet worden ist, was einfach dafür spricht, welche großartige Arbeit da geleistet worden ist. Wir haben ganz viele sportliche Höhepunkte gehabt und einer davon, den ich auch gerne hervorheben möchte, ist der schon zum zehnten Mal ausgetragene Elektro-Hockey-Cup, also wo auch Behindertensportler ganz tätig sind. Was auch in Rostock zunehmend eine Rolle spielt, der Behindertensport, das freut mich sehr, da ich ja auch für Inklusion mit zuständig bin. Und darüber hinaus gibt es aber so viel, was ich gar nicht einzeln hervorheben will, weil das, was mir viel wichtiger ist, ist, dass wir über 51.000 Aktive in über 200 Vereinen haben, mit über 1.200 Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die sich jeden Tag ein Stück weit für den Sport in Rostock engagieren, und das alleine kann man ein ganzes Jahr lang feiern. Wie zufrieden sind Sie denn allgemein mit der sportlichen Leistung in Rostock und wo könnte vielleicht noch etwas verbessert werden? Naja, man sieht immer ganz viel nicht, was passiert, und man muss dann auch nochmal gucken, wer ist wofür zuständig. Die Stadt selber ist eigentlich nur zuständig für den Breitensport, für Leistungssport und Spitzensport sind Land und Bund zuständig. Trotzdem machen wir da natürlich ganz viel, und da sind wir in der Sportstätteninfrastruktur, also was Sportplätze, was Sporthallen und so weiter betrifft, ziemlich gut aufgestellt, und wir haben da das Glück, auf einem ganz hohen Niveau zu jammern. Alle haben immer Grund, mehr zu wollen, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich sage dann auch immer gerne, für das, was wir haben, müssen wir uns nicht verstecken. Natürlich würden wir gerne hier oder da mit einer Sanierung oder einer Erweiterung noch schneller sein, aber eins nach dem anderen und lieber in Ruhe und ordentlich als überstürzt und nicht brauchbar. Sie haben die Sanierung gerade schon angesprochen. Sind in diesem Jahr weitere Investitionen im Sportbereich geplant? Ja, die Hansestadt Rostock wird in diesem Jahr alleine 11 Millionen in die Sportstätteninfrastruktur investieren. Und die größten Highlights sind dann natürlich der Neubau die Sanierung in der Walter-Butzek-Straße 1 und 2. Die beiden Sporthallen werden dieses Jahr angefasst. Dazu gibt es dann endlich den neuen großen Sportplatz für den FSV Nordost. Wir haben einen Ersatzneubau in der Möllner Straße für eine Sporthalle. Wir werden in der Schwimmhalle in der Kopernikusstraße mit der Turnhalle unten weitermachen, und wir werden bei der Laufhalle die Sanierung fortsetzen. Das sind einige wenige Höhepunkte, aber noch lange nicht alle, und darüber hinaus planen wir kräftig weiter, um die Sportstätten in Rostock weiter auf Vordermann zu bringen und zu halten. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, und gleich geht es dann auch schon mit der Preisverleihung los. Über 200 Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer, Vorsitzende und Sponsoren waren stellvertretend für die vielfältig sportlich Engagierten in der Hanse- und Universitätsstadt zur 22. Ausgabe der Sportlerehrung eingeladen. Zahlreiche Leistungsträger aus Rostocker Vereinen setzten sich auch im vergangenen Jahr gegen die Konkurrenz durch und feierten große Erfolge, die an diesem Nachmittag gewürdigt werden sollten. In der Kategorie städtische Auszeichnungen wurden 20 Preise vergeben. Freuen durfte sich unter anderem Renno Tiede vom Rostocker Goalball Club Hansa. Trotz seiner Sehstärke von nur 1% hat er in dieser Sportart voll den Durchblick und wurde mit der deutschen Goalball-Nationalmannschaft sogar Vize-Europameister. Auch Hanna Andersson vom Warnemünder Segelclub wurde geehrt. Da es die Wahlkielerin aufgrund der Wetterlage nicht pünktlich zur Ehrung schaffte, nahm stellvertretend für sie der Vorsitzende des Warnemünder Segelclubs, Jürgen Bohn, den Preis entgegen. Pünktlich zum Gruppenfoto traf die U21-Vize-Weltmeisterin im Laserradial dann aber doch noch ein. 2017 war natürlich echt ein perfektes Jahr mit dem Weltmeistertitel U19 und dem Vize-Weltmeistertitel U21, und ich glaube, ich hätte mir nicht mehr wünschen können und bin da auch relativ zufrieden bei rausgegangen. Für dieses Jahr jetzt erhoffe ich mir einfach, die erste Olympia-Quali schon gut hinter mich zu bringen, vielleicht schon das Nationenticket für Deutschland zu holen und ja, das ohne Verletzung abzuschließen.
Der Nachwuchs ging an diesem Nachmittag auch nicht leer aus. In der Kategorie Sportjugend durften sich insgesamt 10 junge Sportlerinnen und Sportler über eine Auszeichnung freuen. Unter ihnen Ringerin Josephine Purschke vom Sportverein Warnemünde und der Fechter Samuel Bonder vom Polizeisportverein Rostock. Mit Sicherheit werden wir von diesen Nachwuchstalenten in Zukunft noch einiges hören. Den Preis für den Elite-Schüler des Jahres 2017 durfte Julian Pockrand in Empfang nehmen. Das Windsurf-Talent holte sich im vergangenen Jahr den ersten Platz bei den U20 Windsurf-Weltmeisterschaften und machte nebenbei am CJD das perfekte Abi mit einem Durchschnitt von 1,0. Ja, also ich mache das so, ich passe natürlich in der Zeit, in der ich in der Schule bin, passe ich extrem gut auf und versuche mich da halt auch in der Mitarbeit halt gut einzubringen. Ich sage relativ viel im Unterricht, so würde ich mich einschätzen, und das hilft mir halt auch selber. Wenn ich was nicht verstehe, stelle ich sofort eine Frage, und die Lehrer an unserer Schule sind sehr aufgeschlossen und nett und versuchen einen auch selber zu fördern. Die Ehrennadel des Stadtsportbundes wurde an 6 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vergeben, die ihren Sportverein tagtäglich zur Seite stehen. Ausgezeichnet wurden hier unter anderem Horst Dinkel vom Tauchsportclub Warnemünde und Dietrich Fietinghoff vom Tauchsportclub Rostock. Das war sie, die 22. Sportlerehrung der Hanse und Universitätsstadt Rostock. Wir sind gespannt, was das Sportjahr 2018 bringt und wer sich dann im nächsten Jahr über eine Auszeichnung freuen darf.